Chers collègues, nous continuons nos travaux. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui parmi nous une nouvelle fois Monsieur Günther Oettinger, le commissaire européen en charge du budget et des ressources humaines, notamment. Sehr geehrter Herr Oettinger, vielen Dank, dass Sie heute erneut zu uns gekommen sind. Während Ihres gesamten Mandates haben Sie dem Europäischen Ausschuss der Regionen gegenüber stets entgegenkommen und große Bereitschaft zur Zusammenarbeit gezeigt. Dafür möchte ich Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich danken. Wir hoffen, dass Sie uns heute über die allerneuesten Entwicklungen in den institutionellen Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen mitteilen können. In der letzten Sitzung des Rates Allgemeine Angelegenheiten vom 16. September haben Sie nachdrücklich darauf hingewiesen, dass schnellere Fortschritte erforderlich sind, damit die Europäische Union ab Beginn der nächsten Programmierungsphase über die notwendigen Mittel verfügt, um handlungsfähig zu bleiben. Doch mit dem Brexit, den Prioritäten der neu gewählten Kommissionspräsidentin und den Diskussionen zwischen den Mitgliedstaaten ist es schwierig, den Überblick über den Verhandlungsverlauf zu behalten, zumindest für den Ausschuss der Regionen. Waren die Einschnitte in den Kohäsionshaushalten lediglich ein Anfang? Müssen wir uns auf weitere Kürzungen gefasst machen? Was dürfen wir uns von den neuen Prioritäten der Europäischen Kommission erwarten? Sie haben den Ball ins Feld zurückgespielt. Wir hoffen nun, dass wir am Ende der regulären Spielzeit nicht noch ein Tor kassieren müssen. Herr Oettinger, Sie haben das Wort. Verehrter Herr Präsident, lieber Herr Lamperts, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank zunächst für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier, denn ich sehe in Ihnen einen Partner und einen Ratgeber auf der Wegstrecke zu einem klugen Haushaltsrahmen für die Europäische Union im nächsten Jahrzehnt. Wir haben in diesen Tagen zum einen Sorgen um den Haushaltsentwurf 2020, weil völlig unklar ist, ob es ein Haushalt der 28 werden wird oder ein Haushalt nach einem Austritt ohne Regelung der 27 werden muss. Für den Haushaltsrahmen bereiten wir derzeit die Beratungen im Europäischen Rat vor, denn der Europäische Rat will sich am 17. und 18. Oktober erstmals intensiv mit dem Haushaltsrahmen 2021 bis Ende 2027 beschäftigen. Wo stehen wir? Was ist meine Erwartung und wo brauche ich Ihre Unterstützung? Zum einen, wir haben seit Mai und Juni 2018, als die Kommission aufgrund meiner Vorarbeit ihren Haushaltsrahmen vorgelegt hat, viel gearbeitet. Von den Programmen haben wir bei 12 Programmen eine vorläufige Einigung zwischen Rat und Parlament. Bei vielen Programmen läuft der Trilog zwischen Rat und Parlament. Das Parlament hat jetzt wieder nach der Wahl alle Rapporteure benannt, ist handlungsfähig geworden. Wir glauben, dass eigentlich für alle Programme bis Ende November eine vorläufige Einigung erreicht werden kann. Jetzt sprechen wir erstmals über Zahlen. Sie wissen, das Parlament schlägt einen Haushaltsrahmen vor, der in etwa 1,3% des europäischen Bruttonationaleinkommens als Dimension einnimmt. Die Kommission hat einen Vorschlag gemacht, der ein Volumen von 1,114% bedeuten würde. Es gibt einige Mitgliedstaaten, die halten strikt an 1,0% fest. Wir müssen die Brexit-Lücke
verarbeiten. Uns werden im ersten Jahr 2021 12 Milliarden Euro netto fehlen. Uns werden im letzten Jahr netto 14 Milliarden fehlen. Während des Gesamtzeitraums fehlen uns 84 Milliarden. Von Beginn an habe ich gesagt, die Brexit-Lücke sollten wir zur Hälfte durch Kürzungen schließen. Aber nur zur Hälfte. Und zur anderen Hälfte durch etwas höhere Einzahlungen. Diese Balance wird im Grundsatz akzeptiert. Wir haben neue Aufgaben, die wir angehen und finanzieren sollten. Aufgaben, wo europäische Programme einen Mehrwert abbilden, wo man sinnvoller europäisch investiert als in 28 nationalen fragmentierten Silos finanziert. Außengrenzschutz, Verteidigungsforschung, Verteidigungsindustrie, Digital Europe, um nur mal einmal wenige Beispiele zu erwähnen. Unser Haushalt hat im Wesentlichen drei große Säulen. Die erste ist die traditionelle Agrarsäule. Direct Payments pro Hektar für den Landwirt und Förderung von Maßnahmen im ländlichen Raum. Wenn Sie das Volumen des letzten Jahres, des jetzigen Rahmens, mit dem ersten Jahr des nächsten Rahmens vergleichen, haben wir eine Reduktion um etwa 5%. 5% Kürzung bei Agrar werden aber von einigen Mitgliedstaaten nicht akzeptiert. Frankreich, Irland, Spanien sagen kategorisch keine Kürzung im Agrarbereich. Ich nehme dies zur Kenntnis. Die zweite Säule ist die Kohäsionssäule mit den verschiedenen Programmen der Kohäsionspolitik. Hier beträgt meine Kürzung 2020 zu 2021 etwa 7%. Dies wird von vielen Regionen kritisch gesehen, von einigen Mitgliedstaaten kritisch gesehen, von der Gruppe der Friends of Cohesion kritisch gesehen. Eine kleine Zahl von Mitgliedstaaten sagt, Kohäsionspolitik nur für die wenig entwickelten Regionen, nicht für die mehr entwickelten Regionen. Dies halten wir als Kommission für falsch. Die wenig entwickelten brauchen mehr, aber alle brauchen Kohäsion im Strukturwandel. Hinzu kommt der neue Vorschlag für einen Transition Fund für die Kohleregionen, der derzeit diskutiert wird. Wenn ich beide traditionellen Programme anschaue, dann glaube ich, dass meine Kürzung im Agrarbereich verringert werden wird und dass meine Kürzung im Kohäsionsbereich verringert werden wird. Wenn aber dann das Ceiling 1,0% sein muss, wie es derzeit von den schwedischen Freunden, den dänischen Freunden, den holländischen Freunden, den Freunden aus Österreich und sogar aus Deutschland vorgeschlagen wird, dann geht die Rechnung nicht auf. Dann würde die dritte Säule, die aus modernen Programmen besteht, Connecting Europe Facility, Infrastruktur, Digital Europe, Horizon Europe, Forschung, Innovation oder Hilfen für Afrika, gewaltig Schaden nehmen. Und deswegen kann keiner sagen, dass ein Haushaltsrahmen Europas mit 1,0% in die Zukunft führt. Und deswegen ist meine erste Bitte an Sie, zumal wenn Sie ein Mandat haben und aus Dänemark, Holland, Schweden, Finnland, Österreich, Deutschland stammen, überzeugen Sie Ihre Regierung, dass moderne Regionalpolitik, dass Investitionen in Zukunft, dass den Mehrwert, den wir europäisch realisieren, nur mit einer etwas höheren Einzahlung durch alle Mitgliedstaaten geschehen kann. Jetzt sagen einige, der Vorschlag der Kommission, das sind ja 30% mehr. Stimmt und stimmt nicht. Wenn Sie aus der nationalen Politik kommend einen Haushalt 2019 mit dem des Jahres 2020 vergleichen, haben Sie Steigerungen von 2-3%. Wenn Sie aber einen Haushaltsrahmen, der 2014 beginnt, mit den nächsten Vergleichen, der 2027 endet, haben Sie 14 Jahre Inflation.
zumindest 7 Jahre Inflation, 7 Jahre GNI-Steigerung. Das heißt, schon jetzt sind 26% nominale Erhöhung, 0% reale Erhöhung. Sind nur Ausgleich für Inflation und Anpassung an gestiegenes Bruttonationaleinkommen. Wenn man neben diesem normalen Prozess Inflation und GNI-Steigerung neue Aufgaben finanzieren will und die Brexit-Lücke nicht nur durch Kürzungen schließen will, dann kommen Sie automatisch auf nominal 30 oder gar über 30% Steigerung und real zu einer Steigerung, die der Haushaltsentwicklungen der Mitgliedstaaten nicht übertrifft. Meine Sorge ist hier einmal, ganz offen gesagt, wenn am Ende am Tisch sitzen Mitgliedstaaten und Afrika nicht am Tisch sitzt, dann werden unsere Hilfen für Afrika gekürzt. Denn die haben keine Stimme. Wir sollten aber, Stichwort Migration, innerhalb und außerhalb Europas weit mehr tun als derzeit. Es ist unser Interesse, die Sahelzone, die Subsahelzone, die Maghreb-Zone, Middle East, zu stabilisieren, um Fluchtgründe 2025 zu mindern. Denn die Flüchtlinge 2025 sind alle geboren, sind 8, 10, 12, 14 Jahre alt. Ihnen jetzt gute Argumente zu geben, in ihrer Heimat zu bleiben, ist eine zwingende Aufgabe in diesem nächsten Haushaltsrahmen. Und dann geht es um die Zeit. Schon jetzt ist es 5 vor 12. Sie erinnern sich, beim letzten Mal hat die Barroso-Kommission ihren Vorschlag im Juni 2011 vorgelegt. Fertig wurden wir im Spätherbst 2013. Danach die Implementierung, danach die Verhandlung der Kommission mit den Regionen über das Partnership Agreement. Das dauert Zeit, dauert ein Jahr. Wenn wir nicht jetzt vor Jahresende fertig werden, wird 2021 wiederum ein Jahr sein, in dem man wichtige Projekte nicht aus dem europäischen Haushalt finanzieren kann. Und dies zu einem Zeitpunkt, wo Europa Gefahr läuft, in Stagnation zu kommen, wo die wirtschaftliche Lage sich eintrübt, wo auch Rezession möglich ist. Und deswegen ist meine zweite Bitte an Sie, Ihre Regierungschefs davon zu überzeugen, dass der MFF jetzt trotz Handelsstreit USA-EU, trotz Brexit und trotz anderer Aufgaben eine Priorität wird und die Regierungschefs uns zu den wichtigsten Fragen Guidance geben, damit auf der Grundlage der Trilog zwischen Parlament und Rat zu einem Ergebnis vor Jahresende gebracht werden kann. Alles in allem, wir haben Fortschritte. Die Vorarbeit ist handwerklich gut. Wir brauchen jetzt eine Beschleunigung, um Ende des Jahres fertig zu werden. Da muss der Oktoberrat dringend dieses Thema. Und wir brauchen eine etwas höhere Einzahlung als 1%, wenn man die Brexit-Lücke und neue Aufgaben seriös finanzieren will. Besten Dank. Vielen Dank für diese einleitenden Worte, die Dinge noch mal auf den Punkt bringen. Und nun haben wir die Herausforderung, eine große Anzahl von Rednern in einer begrenzten Zeit zu Wort kommen zu lassen. Wir werden uns dieser Herausforderung stellen und ich möchte nochmals alle Redner bitten, sich genau an die Redezeiten zu halten, so wie sie das vorhin ja bereits durchexerziert hatten. Als erster spricht Kollege Schneider und er darf diesmal 4 Minuten reden. You are so great, great, generous, President. Dear Mr. Commissioner, I have only a few seconds, as you have heard, so I can only make some general remarks. And I would like to warmly welcome you on behalf of the EPP Group to this COR plenary session. It's probably your last appearance here in front of us as member of the European Commission. That's why I would like to use this opportunity to express my gratitude, my deep gratitude to you for your firm commitment, for your continuous engagement with the assembly of the elected regional and local politicians over the last years,
in your two mandates as commissioner. Your constructive approach and your openness for the needs of the regions and the cities have been exemplary. In your face, we have had a true partner and a friend. Precisely speaking, under your leadership, the European Commission published the proposals for the MFF for the next period in last May, in 2018. Your approach to a pragmatic, modern, and a long-term EU budget broadly reflected the expectations for financial resources dedicated to security, digitalization, boosting innovation, and empowering youth. As one of the protagonists here for a strong cohesion policy, I was, of course, not very happy about the proposed financial cuts for this policy. But on the other hand, compared to the scenarios circulated before the presentation of the MFF proposal with possibility to very sharp cuts, this was and this is still a good basis, your proposal, for continuous work. And I personally always used to say it's not all about money, it's also about the conditions and the framework to make the best use, especially for this, of the structural fund. And the work goes on. We hope very much that there will be no further suggestions to reduce the financial envelopes of the existing policies in the next MFF on the expense of any brand new initiatives, because this would have a detrimental effect on the development of EU regions and cities. Every new priority, this is our position here, has to be accompanied with fresh resources. You have an ambitious timetable for the adoption of the next MFF. You have explained it here. We fully support you in this, and we all who have the possibility in our member states talk to our national governments to support this position. Unfortunately, there's not much progress until now. We might soon be in a similar situation, as you already mentioned, in a sort of déjà vu, whereby the current EU long-term budget was adopted in the last minute, the last time. And this has led to late approval of all the programs, partnership agreements, operational programs on the part of the ESI funds. So in consequence of this action, of this late adoption, combined with the increased bureaucratic burden that we face in this period, today we have only around an EU average of 30% of the EU cohesion funds that have been absorbed. It is not due to a lack of need of these funds. It is the consequence of the late approval, and it's the consequence of the framework that is not able for an effective use of the structural funds. So we hope to do our utmost not to repeat the mistakes from the past. We count on you, as we did in the past, to do your best, and you will do it, you are doing it, in facilitating negotiations between the European Parliament and the Council in order to reach a timely overall agreement on the next MFF. This will provide the much needed predictability and planning certainty for regional and local authorities and other beneficiaries of European funding. My worst scenario, my horror scenario, is that we have the same start in the next period as we have in this period, and provide of this way arguments for those who always used to say in the last time that cohesion funds of European Union is not needed, that it should be a national program. But this is what we are facing is not the proof of no need, but it's the proof of the not appropriate framework. And thank you very much, and for your personal future, I wish you on behalf of my group, and I hope of everyone. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Boudinot. Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président, chers collègues, le comité des régions s'est exprimé sur le futur cadre financier pluriannuel dès 2018 au travers de deux rapports. Aujourd'hui encore, le comité a pris ses responsabilités et adopte cette résolution. C'est une position réaliste, à la hauteur des enjeux actuels et futurs. Nous y réaffirmons la nécessité de maintenir la même enveloppe budgétaire pour la PAC et la politique de cohésion. Nous réitérons, comme le Parlement, le besoin d'une contribution des États membres à au moins 1,3% de leur revenu national brut. Et si les États ne veulent pas s'engager davantage, qu'ils aient au moins le courage de mettre en place de nouvelles ressources propres pour alimenter ce budget.
Monsieur le Commissaire, j'espère que la Commission ne jouera pas sur la méthode. De nouvelles ambitions, des objectifs supplémentaires signifient des moyens additionnels. Donnons-nous les moyens de nos ambitions, écoutons la jeunesse des Vendredis de l'avenir et mobilisons au moins 30% de notre budget européen sur la lutte contre le changement climatique. Donnons-nous les moyens de ne pas creuser davantage les fractures sociales et territoriales et accélérons la transition énergétique. Instaurons par exemple le fonds de transition juste que demande le Parlement européen, mais sans ponctionner la politique de cohésion pour le financer. L'autre enjeu est ce scénario du pire qui s'annonce concernant le Brexit. Nous demandons la création d'un fonds d'aide spécial pour les zones qui seraient les plus affectées et d'ouvrir pour l'avenir la possibilité de créer une coopération avec les villes et régions entre l'Europe et le Royaume-Uni. Pour cela, nous avons besoin d'instruments budgétaires d'amortissement du Brexit plus structurants que le recours au fonds d'ajustement à la mondialisation et au fonds de solidarité, qui sont des outils ad hoc, mais financés hors du cadre du budget de l'Union pour un volume financier très modeste. Monsieur le Commissaire, merci pour votre rapport sur l'état des négociations. Toutefois, les informations qui nous parviennent ici et là sur le volume du prochain budget sont assez inquiétantes et nous semblent éloignées de nos positions. Et qu'en est-il du calendrier ? En tant que vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine et afin de préparer la gestion des fonds européens 2021-2027, j'anime en ce moment même sur l'ensemble des territoires de nombreuses réunions à la rencontre des porteurs de projets. Que puis-je leur dire ? Que les discussions au Conseil prennent du temps et que jamais nous ne serons prêts au 1er janvier 2021, que nous risquons une année blanche ? L'image de l'Europe va encore se dégrader si tel est le cas et elle n'en a pas besoin. C'est pourquoi nous demandons à la Commission de préparer d'ores et déjà le plan d'urgence, conformément à l'article 312, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'UE. Enfin, le cadre financier pluriannuel n'est évidemment pas qu'un cadre budgétaire. C'est un instrument permettant de réaliser des objectifs, d'investir dans notre avenir commun, en luttant contre le changement climatique, contre les fractures territoriales, en renforçant les solidarités, en renforçant l'égalité entre hommes et femmes. Vous avez nos propositions. Et par votre présence aujourd'hui, nous avons votre écoute. J'espère qu'elle se traduira en action et pourra mener le Conseil vers une meilleure voie. Merci. Merci beaucoup. La parole est maintenant à notre collègue Reisbermann. Thank you, Chair. Welcome, Mr. Oettinger. When I was listening to your words just now, the moments came to mind that we were here last, you were speaking here, and I think more or less the same audience at the 7th Cohesion Forum. It was almost just over 2 years ago. At that time, we were still afraid for the future of cohesion policy. We were busy setting up the Cohesion Alliance, and you were discussing the plans at that time, some 2 years ago. And I remember being quite relieved because we thought cohesion policy might be done with altogether, but we could see that cohesion policy was important and it had a future. And I think over the last 2 years we've been working together with different partners to make cohesion policy stronger and with a better future. And it's good to see that you have been a partner of the Committee of the Regions in that respect. Of course, there are still in the resolution some points that we feel are very important to underline. One is the thematic concentration. The thematic concentration we feel that should be at the regional level and it should be should stay there. Also that we feel that the policy objective number two, a greener and low carbon Europe, should be at least 30% of spending for all categories of regions in order to implement the EU commitments under the Paris Agreement. We also would like to underline that it's very important to have the integrated territorial development in non-urban areas with natural, geographic and demographic handicaps and challenges in accordance with the new Article 10A. But maybe it's most important when I was listening to you just a while ago is that you 2 years ago you described that you had made a proposal and it was like with a game of football, when you put the ball in the middle of the game and everybody is kicking at it from a different direction and everybody is kicking it at the same intensity, then maybe it's a good proposal. If we look at the field now, we can see that with the Committee of the Regions, we are much on the same page as the European Parliament. I think we are very much working in the same direction as the European Commission.
We can have a look at the position of all the different partners in the Cohesion Alliance. I think there are some 6,000 undersignees of the Cohesion Alliance nowadays. And we're more or less all working in the same direction, but still we can see that cohesion policy and the budgets for cohesion policy are under pressure. And the only partner, the only institute that's working in a different direction than all the others is the European Council. So I would really like to see that we can continue the good cooperation we've had, and we can convince the European Council to work in the same direction as all the other European institutions. I thank you for your work in this respect, and I hope we can continue to work together in the way that we did. Thank you. Merci beaucoup. La parole est maintenant à notre collègue Vlasak. Dear Commissioner, ECR very well understands how the new EU budget is so lengthy and complex. That is why we are speaking about spending more than 1 trillion euros of taxpayers' money. In our view, the EU should focus on 5 priorities and rely more on the member states elsewhere. These priorities are agriculture, cohesion, research and innovation, energy security, and external border protection. The added value of these policies is obvious to us. Thanks to the EU's agriculture policy, Europe is one of the leading producers and exporters of agri-food products in the world. We hope in the next MFF, the level of funding is maintained and that payments for farmers are finally equalized across the EU. Cohesion policy reduces disparities too and needs to continue without any conditionality clauses attached to it. Without joint investments in research, we would not be able to compete against China and the United States. Without investment in cross-border energy projects, we would become more dependent on our hostile neighbors from the East. Without securing our external borders, we would not be able to detect terrorist foreign fighters, illegal migrants, and human traffickers. While we see the need for a strong EU in these areas, we also reject the notion of an ever closer union. We do not want to see an EU defense policy that duplicates NATO. Climate action is important to us, but we think that spending 25% of the budget of achieving climate objectives is excessive. My final pledge to you, Commissioner, is to treat all governments equally in the negotiations of multilateral financial framework. Thank you for attention. Merci. La parole est à notre collègue McCarthy. Thank you, Mr. President. Dear Commissioner, thanks for your great work over this mandate. You have been honest and frank with us. I think we've been honest and frank with you, and I think we've had a good game of football, building on Mr. Reiserman's analogy. And I have to welcome your comments on added value. Many of the cohesion policy programmes have enhanced our sense of belongings to Europeans. They have built bridges and enabled people to work across borders. I think the importance of projects like Interreg Europe, URBACT, EU Urban Agenda, the peace programme which is in operation in Northern Ireland and the Republic of Ireland in the border area in Ireland is very, very, very significant. Certainly the EA Group supports the new interregional innovative investments to promote smart specialisation. Also, dear Commissioner, I think you touched upon Brexit within your comments. It does have a significant impact across the EU. Several countries and regions, such as my own country, Ireland, will be severely hit in case of a hard Brexit. We feel it is very important that the EU stands ready to deal with consequences of a no-deal Brexit and that most significantly that affected regions would actually be supported. And I have to say the signs of openness of the Commission are encouraging to date. And certainly it would be great if those signs of openness continue to remain open in the next few weeks running up to hopefully not a no-deal Brexit. Thank you, Mr. Commissioner. Merci beaucoup. La parole est maintenant à notre collègue Dobroslavić. Hvala predsjedniče, poštovani povjereniče Oettinger, kolegice i kolege.
Nadamo se da će novi višegodišnji finansijski okvir biti usuglašen i usvojen u što skorije vrijeme. To nam je svima potrebno, no isto tako važno je reći da on mora biti kvalitetan i dobar za sve. Europski odbor regija je u svom mišljenju pozitivno ocijenio rad komisije na prijedlogu VFO-a, ali je iznio i nekoliko bitnih primjedbi za koje očekujemo da će biti prihvaćene u konačnom usvojenom dokumentu. Te primjedbe nalaze se i u današnjem tekstu rezolucije koja je na dnevnom redu ovoga zasjedanja. Ja ću ovdje ponoviti te primjedbe. Ne smanjivati izdvajanja za kohezijsku politiku. Ne smanjivati izdvajanja za zajedničku poljoprivrednu politiku, napose politiku ruralnog razvoja i ribarstvo. To su dvije politike, temeljne evropske politike, razvojne politike za sve, politike ujednačavanja razvoja i politike s iznimnom dodanom vrijednošću. Ne pogoršavati uvjete predfinanciranja, sufinanciranja, razdoblja korištenja fondova M+3, a ne M+2 model. Ne smanjivati sredstva za instrument za povezivanje Europe. U mišljenju smo da kako podržali povećanje za istraživanje inovacije, za mlade, granice, obranu, migracije, ali ne na račun kohezijske politike i zajedničke poljoprivredne politike. Predložili smo i povećanje vlastitih prihoda na 1,3% BND-a EU27. Vjerujemo da bi to ujednačilo sve naše programe i sve naše troškove. Hvala. Merci beaucoup et la parole est maintenant notre premier vice-président Markku Markula. Puheenjohtaja, ensinnäkin haluan erityisen paljon kiittää sinua komissaarina siitä kaikesta työstä, jota olet tehnyt ja kuinka paljon me olemmekaan tämän päättymässä olevan 5-vuotiskauden aikana ratkoneet ja löytäneet myös yhteisiä ratkaisuja ja ei vähiten ottaen huomioon oman työsi taustan energiakomissaarina, digitaalikomissaarina ja nyt miten nämä pitää kytkeä myös tähän rahoitukseen ja EU:n budjettitasoon. Ja tässä mielessä meillä on todella paljon Eurooppa-tasolla saavutettavaa. Ja nämä toimet ovat osoittaneet erityisesti nyt, miten me viemme digitalisaatiota, uusia ratkaisuja eteenpäin, että meidän todella, niin kuin puheessanne korostitte, monia asioita kannattaa toteuttaa Eurooppa-tasolla yhdessä. Kumppanuuksina valjastamme ja olemme saaneet tähän erinomaisen hyvin mukaan eurooppalaiset yritykset ja yliopistot yhteistyössä kuntien ja alueiden kanssa. Ja nämä tulokset ovat viime vuosina nyt olemme tuoneet yhteisesti myös alueiden komitea, parlamentti ja komissio. Olemme tuoneet näitä erittäin paljon esille jäsenmaille ja kansalaisille. Vetositte meihin, jotta vaikuttaisimme aktiivisesti jäsenmaihin. Ja tälle hyvän pohjan antaa se, että niin kuin täällä on jo todettu, niin parlamentin ja meidän alueiden komitean kesken meillä on hyvä yhteisymmärrys rahoituskehyksestä, sen määrästä ja keskeistä painotuksista. Erityisesti jos haluan tässä nyt vielä korostaa, että vaikuttavuutta saamme paljon enemmän. Meillä on koko SDG-työ, kestävän kehityksen, kaikki YK-tavoitteet ilmastototeutettavana, kestävä digitaaliset yhteiskunnat, datavetoinen yhteiskuntakehitys, horisontti, nämä Euroopan 5 ydinmissiota, joihin nyt on päätetty satsata. Ne kaikki vaativat nimenomaan eurooppalaista yhteistyötä. Niitä ei voida ratkaista yksittäisessä jäsenmaassa, yksittäisissä yliopistoissa tai yrityksissä. Ja tässä mielessä minäkin vetoan meihin kaikkiin, että teemme parhaamme. Minä tietenkin suomalaisena voin vaikuttaa meidän nyt puheenjohtajakauden hallitukseen, mutta erityisesti katson ystäviämme täällä vasemmalla sosiaalidemokraattisia henkilöitä, koska esimerkiksi mainitsitte nämä pohjoismaiset maat.
Tanska, Ruotsi, Suomi, meillä kaikilla on sosiaalidemokraattinen pääministeri. Me tarvitsemme heidän kauttaan hyviä rohkeita ulostuloja. Silloin tämä rahoituskehys ei voi päätyä 1,0 tasolle, vaan sen pitää olla korkeampi, mahdollisimman lähellä sitä 1,3% tasoa, jota olemme vaatineet. Kiitoksia. Merci beaucoup. La parole est maintenant notre collègue Claire Jo. Merci monsieur le président, monsieur le commissaire. Je suis ici. Je voudrais revenir, d'abord vous remercier pour votre engagement pour trouver des solutions qui font avancer l'Europe en tenant compte des positions des villes et des régions. Et pour alimenter notre débat, je voudrais repartir d'un mot que vous avez prononcé qui parlait de certaines politiques qui étaient des politiques modernes. Et je voudrais vous dire, mais je pense que vous en avez conscience, que les politiques régionales, la politique de cohésion, est une politique moderne puisqu'elle a pris le tournant de l'innovation et de la transition écologique. C'est pour cela d'ailleurs que nous ne demandons pas d'aller au-delà des 100 milliards pour la politique de recherche. Ce serait contraire à notre volonté de défendre la politique de cohésion aujourd'hui. Par contre, nous soulignons qu'il y a déjà au moins 100 milliards de la politique de cohésion qui vont vers l'innovation et qu'il est très important de travailler au mode d'emploi qui permette de rapprocher ces deux politiques autour des spécialisations intelligentes, de régler les problèmes d'aide d'État pour pouvoir combiner nos ressources pour renforcer des projets portés par les écosystèmes régionaux d'innovation et en lien avec nos territoires. Voilà, monsieur le commissaire, le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Merci. La parole est à notre collègue Janssen. Ja, meneer de voorzitter, beste collega's en geachte commissaris. Ik wil de commissaris graag danken voor de erfenis die hij achterlaat. Een financiële erfenis en ook een morele erfenis. Zeker waar hij met passie spreekt over de internationale component van al het werk wat we hier vanuit Europa doen. Wij benadrukken die internationale component ook in onze resolutie van vandaag. Daar beschrijven we onze inzet op het gebied van nabuurschapbeleid en op het gebied van internationale samenwerking. We zijn daar als lokale en regionale overheden heel graag aan zet en ook zeer graag bij betrokken. We hebben als comité in een advies neergelegd dat we als lokale en regionale overheden graag gelijk behandeld worden zoals de organisaties van onze civil society. Want in het MFK was aan die laatste 500 miljoen toebedeeld. En we hebben toen gezegd dat zou ook moeten gelden voor onze overheden. Dat wij ook dat bedrag zouden willen zien om onze inzet te onderstrepen. En het Europees Parlement heeft die ambitie overgenomen. En daar zijn we blij mee. En commissaris, ik hoop dat u bij de overdracht naar uw opvolger graag dat accent wil meegeven, want het sluit zo aan bij uw eigen woorden. We hebben een wereld te winnen, een wereld die even aantrekkelijk moet zijn als ons mooie Europa dat vrede en welvaart heeft. Dus dank voor het willen overdragen. Merci. La parole est à notre collègue Speich. Lieber Herr Kommissar Oettinger, ich spreche als Berichterstatter für eine Stellungnahme, die die sozioökonomischen Folgen der Kohleregionen thematisiert. Der Kampf gegen den Klimawandel zwingt diese Regionen zu erheblichen Anpassungen und Europa schuldet den Menschen in diesen Regionen eine neue Perspektive. Deswegen unterstützen wir sehr den Gedanken eines Just Transition Funds, den Sie auch erwähnt hatten, sind aber der Auffassung, dass dieser Fonds nicht zulasten der Kohäsionsmittel ausgestattet werden darf. Es muss eigenes neues Geld sein. Und wir glauben, dass er gleichwohl eng mit der Kohäsionspolitik verzahnt werden muss. Kein zentral verwalteter Fonds in Brüssel, denn die Regionen wissen am besten, was nötig ist, um neue Perspektiven zu entfalten. Und außerdem denken wir, dass neue wettbewerbliche Rahmenbedingungen erforderlich sind, um unternehmerische Initiativen in diesen Regionen zu befördern. Und wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie in Ihrer verbleibenden Zeit sich dafür einsetzen, wissen aber schon jetzt, dass uns Ihre Entschiedenheit und Ihre Entschlossenheit und Klarheit fehlen werden. Dankeschön. Merci. La parole à notre collègue Birgit Honey.
Sehr geehrter Herr Kommissar Oettinger, die Beratung über den neuen mehrjährigen Finanzrahmen verfolgen wir die Regionen intensiv und dabei auch mit erheblicher Sorge. Was wir brauchen, um unsere Projekte und Strategien weiterhin erfolgreich betreiben zu können, sind Planungssicherheit und gleichzeitig Gestaltungsfreiraum. Einige Mitgliedstaaten haben bereits deutlich gemacht, dass sie nicht bereit sind, trotz des Einnahmeausfalls nach einem Austritt des Vereinigten Königreichs das Budget zu erhöhen. Sie haben darauf sehr deutlich auch hingewiesen. Wir müssen uns deshalb auch dringend mit den Vorschlägen für neue EU-Eigenmittel auseinandersetzen und eine rasche Lösung finden, um einen Kahlschlag zulasten der EU-Kohäsionsmittel zu verhindern. Schließlich ist die EU-Förderung zugunsten der Regionalentwicklung zentral, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Europa zu stärken. Und insofern würde mich sehr interessieren, was Sie zu der Frage der Eigenmittel und der Stärkung der Europäischen Union neben den nationalen Beiträgen, was Sie dazu sagen. Merci. La parole est à notre collègue Chiambetti. Grazie Presidente, gentile Commissario. Sono stato relatore del dossier del Comitato delle Regioni sulla cooperazione transfrontaliera, sulle catastrofi naturali. I disastri naturali non conoscono confini e una sana cooperazione transfrontaliera tra regioni e Stati membri può fare la differenza. Il budget per il meccanismo di protezione civile europeo e del fondo di solidarietà devono rappresentare una parte importante del prossimo bilancio pluriennale, evitando centralizzazioni perché l'aiuto è più efficace se arriva prima alle autonomie locali, alle regioni e ai volontari. Inoltre mi permetta, commissario, e da Veneto, mi sento il dovere di ricordare che non è elegante che la Commissione europea adotti un atteggiamento fazioso nei confronti dei governi eletti nei nostri Stati membri. Quest'estate, ancora prima che venisse formato un nuovo governo italiano, lei si complimentava con questa iniziativa. Mi auguro e spero che i fondi europei vengano assegnati nell'ambito del prossimo bilancio pluriennale sul merito o sul valore aggiunto che dà l'Unione Europea dei territori, non sulla base di simpatie politiche o antipatie della Commissione. Grazie. La parola a nostro collega Fernandez Svara. Muchas gracias, señor presidente, señor comisario. La política de cohesión no solo es la principal política de inversión, es sobre todo la herramienta que tenemos en nuestras manos para luchar por una Europa más justa y donde haya menos desigualdad. Tenemos por delante muchos desafíos, el cambio climático, la despoblación, todo lo que tiene que ver con el mundo rural, pero sobre todo tenemos en nuestras manos el futuro de millones de personas. Para eso es necesario un marco financiero plurianual que sea suficiente, que sea solidario y que sea sostenible, que incorpore también el feminismo, el ecologismo o la plena inclusión. Es algo que los jóvenes esperan de nosotros, es algo que nos recuerdan cada viernes, es algo de lo que hablan en los patios de los colegios, es algo de lo que se habla en la calle. Nos lo recuerda Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque no podemos defraudar más esperanzas, porque Europa no puede defraudar más esperanzas, porque no nos lo perdonarán. Lo que está en juego es el futuro de las próximas generaciones. Hagamos lo posible entre todos y que sea este un buen momento para poderlo empezar. Merci. La parole a notre collègue Jerry Wupp. Herr Präsident, Herr Kommissar, herzlichen Dank, dass Sie erneut wiederholt, heute leider zum letzten Mal als in der Funktion als Kommissar hier mit uns diskutieren, die Fragen der Kohäsionspolitik. Wir sehen vor dem Hintergrund des anstehenden Treffens der Regierungs- und Staatschefs natürlich das Anliegen von Ihnen auch an ganz vorderer Stelle, die Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen in diesem Jahr zu Ende zu führen. Das würde uns Planungssicherheit bringen. Sie haben aus unserer Sicht sicherlich nicht alle Blütenträume in Ihrem Vorschlag unterbringen können, auch nicht berechtigte Forderungen, siehe die des EP oder auch des ADR. Aber es ist Ihnen offenkundig gelungen, eine gute Balance hinzubekommen zwischen den Politikfeldern, die bewährt sind, wie eben der Kohäsionspolitik und den zukünftigen Herausforderungen, sei es jetzt Bildung, Forschung, Innovation oder auch Migrationsfragen.
Allerdings ist diese Balance, die hier gefunden worden ist, in Gefahr. Und das bedeutet, dass die Eigenmittelobergrenze doch erhöht werden muss. Wir fordern das seit längerem, auch wenn Sie zurückfragen, schon auch im Rahmen von verschiedenen Plattformen in Deutschland selbst und nicht nur hier. Dazu kommen die guten Vorschläge, die Sie gemacht haben zu dem Eigenmittelsystem der EU, die endlich die Abhängigkeit von den Nationaleinkommen hier für den EU-Haushalt auflösen würde. Das begrüßen wir sehr. Letztlich meine Frage auch, wie Sie den Just Transition Fund sehen in der finanziellen Ausgestaltung. Der ist ja jetzt noch nicht in der Planung enthalten. Herzlichen Dank. Merci beaucoup. La parole à notre collègue Eichtinger. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, die Regionalpolitik muss auch in Zukunft ein wichtiger Bestandteil eines an die neuen Herausforderungen angepassten EU-Haushalts sein. Die österreichischen Regionen fordern in diesem Zusammenhang, dass die Kontinuität der bestehenden Fonds im Bereich Kohäsion, ESF, EFRE nicht gefährdet und die Mittelausstattung auf einem ausreichenden Niveau sichergestellt und nicht überproportional gekürzt wird. Es ist zudem erforderlich, dass im MFR nach 2020 weiterhin Kohäsionsmittel für alle Regionen unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Entwicklung zur Verfügung stehen. Für den ländlichen Raum sind auch die Agrarförderungen von größter Bedeutung. Vor allem die grenzüberschreitende Zusammenarbeit trägt wesentlich zur europäischen Integration bei. Grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung, Nationalparks oder Bildungsprojekte verdeutlichen den Menschen den Mehrwert des europäischen Gedankens. Diese positiven Themen müssen auch entsprechend kommuniziert werden. Wir glauben auch, dass es einen Prozess der Bürgerbeteiligung geben muss, der unverzichtbar für die Zukunft der Europäischen Union ist. Dies haben wir mit unserem Europaforum Wachau entsprechend in die Wege geleitet. Danke. La parole à notre collègue Moreno. Bon, la demande est retirée, alors c'est notre collègue Igea. Muchas gracias, señor comisario. Nosotros nos sumamos también a su petición de aumentar al 1,3% los fondos, pero queremos que no se olviden de algunas regiones especiales, regiones como la nuestra, que son desérticas, con 94.000 kilómetros cuadrados y 2.400.000 habitantes. Regiones con una densidad de habitantes de 26 habitantes kilómetro cuadrado, que están perdiendo oportunidades y separándose cada vez más de la convergencia europea, de la convergencia en Producto Interior Bruto. Así lo dicen las estadísticas de Eurostat. Este comité aprobó en junio de 2016 una estrategia europea sobre desafíos demográficos. Esta comisión tendrá una comisaria sobre demografía y democracia, pero lo que necesita, sobre todo, es políticas reales apoyadas por fondos estructurales, por el Banco Europeo y por otros instrumentos financieros. Sin esos instrumentos, estas regiones se separarán cada vez más. Por último, queríamos señalar la necesidad de, si existe un fondo de transición justa para las regiones carboníferas, no dejar abandonados a quienes sí han hecho el trabajo, a quienes acababan de cerrar sus explotaciones mineras y que habían hecho los deberes. Estas regiones que han cerrado sus explotaciones no deben de quedar abandonadas en el futuro. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Borboli. Thank you, Mr. President. Today we had a workshop organized together with my colleague Antal Árpád, entitled Integrated Territorial Investment. The workshop debated a very important subject on the need to negotiate with local and regional authorities when deciding the allocation of territorial development funds. We all support the Commission in its effort to give a bigger role to territorial tools in the realization of EU priorities. But we need clear rules, making it sure that member states consult with local and regional authorities in early stage of deciding where and how territorial tools will be used. Unfortunately, there is an urban focus in the use of territorial tools which lacks territorial cohesion, because in the treaty it is not defined as cohesion for cherry-picked territories, but for all territories, regions, commons, be it urban or rural. Thank you. Merci beaucoup. La parole est maintenant à notre collègue Anna Magyar.
Tisztelt biztos úr, elnök úr, az alapszerződésben rögzített hosszú távú stratégiai célok megtartása és finanszírozása régiós szinten is alapvető érdek. Sajnálatos, hogy a Magyarországot fenyegető 24%-os tervezett elvonás az éves magyar GDP 4,5%-ával egyenlő. Igen, 4,5%-ával. Ez messze a legrosszabb a 28 tagállam között. Miközben a magyar régiók az eddigi fejlesztések ellenére még a legszegényebbek között vannak. Ezt sem igazságosságnak, sem felzárkóztatási céloknak nem tudjuk megfeleltetni. A kohézió barátai közös nyilatkozatának szellemében mi magyar régiók azt akarjuk, hogy a kohéziós politika és a közös agrárpolitika finanszírozása szinten maradjon. Örömmel üdvözöljük az EP Költségvetési Bizottságának döntését, amellyel 3 milliárd euróval megemeltetnék a regionális fejlesztési források keretét. Kérjük, tartsák ezt az irányt. Merci beaucoup. La parole est maintenant à notre collègue Ludwig. Ja, Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch aus einem ostdeutschen Bundesland herzlichen Dank an den Kommissar für die immer offenen Worte und die gute Zusammenarbeit der letzten Zeit. Brandenburg gehört zu den deutschen Bundesländern, die ihre Anregungen bereits aufgegriffen haben und bei der nationalen Regierung für einen höheren Finanzbedarf der EU streitet. Ich unterstütze die heutige Entschließung ausdrücklich deswegen, weil wir Regionen einen starken mehrjährigen Finanzrahmen brauchen, um die Herausforderungen der Zeit anzunehmen. Und das sind eben auch nachdem Brandenburg eine hervorragende Entwicklung mit EU-Fördermitteln genommen hat, immer noch unsere geringere Innovationskraft, die mangelnde internationale Vernetzung der Wirtschaft oder auch ein starker Anstieg des Fachkräftebedarfs in dünner besiedelten Regionen. Und das betrifft bei uns nicht nur die Grenzregion zur Republik Polen, sondern auch andere innerdeutsche Grenzen. Wir gehen davon aus, dass die EU schon aus starkem Eigeninteresse überall vor Ort erfahrbar sein muss. Sie muss sichtbar sein, nicht nur, dass wir, wie vorhin angeregt, dafür werben, sich für die Europäische Union zu engagieren, sondern sie muss sichtbar sein. Und dazu ist die Kohäsionspolitik so geeignet, aus meiner Sicht, wie keine andere ihrer Politiken sonst. Wir müssen Menschen dafür begeistern, an Demokratie weiterhin teilzuhaben, sonst bekommen wir weitere Wahlergebnisse, die den Populisten in Europa in die Hände spielen, wie wir es im Osten Deutschlands gerade erlebt haben bei zwei Wahlen. Und da ist eine Absenkung sowohl der Fördermittelhöhe als auch der Fördersätze in der Kohäsionspolitik weiterhin das falsche Signal. Und wir werben weiterhin dafür, diese Kürzungen nicht vorzunehmen. Vielen Dank. La parole est maintenant à notre collègue Karayiannis. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, είπατε στην αρχή ότι η κάλυψη των αποκοπών θα πρέπει να καλυφθεί μέσω περικοπών και μεγαλύτερων εισφορών από τα κράτη-μέλη. Όμως, κύριε Επίτροπε, δεν πρέπει να υπάρξει μείωση, αλλά στήριξη και ενδυνάμωση των ταμείων συνοχής, αλληλεγγύης και αγροτικής ανάπτυξης. Θα πρέπει επίσης να στηρίξουν τις απομακρυσμένες και υποανάπτυχτες περιοχές, ιδιαίτερα τις αγροτικές περιοχές, και να μην ξεχνάμε, κύριε Επίτροπε, τις ρίζες μας και την παράδοση μας. Από πού προερχόμαστε ο καθένας. Και η ανεργία των νέων μπορεί να καταπολεμηθεί και με τη γεωργία και τη χτινοτροφία. Φτάνει να τους δώσουμε κίνητρα να ασχοληθούμε τον πρωτογενή τομέα. Δεν πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών, πλούσιων και φτωχών χωρών, όπως και μικρών και μεγάλων κρατών. Και πρέπει επίσης να επισημάνω ότι η μετανάστευση, κύριε Επίτροπε, οφείλεται και στην κλιματική αλλαγή, την οποία όλοι εμείς εδώ προκαλούμε. Και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν και οι κλιματικοί πρόσφυγες. Ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup. La parole est maintenant à notre collègue Agorastos. Προσιστή κατεύθυνση συζήτηση. Όσο και να ευελπιστούμε ότι θα αυξηθεί ο προϋπολογισμός, δεν θα το πετύχουμε. Εκείνο που πρέπει να πετύχουμε είναι καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και του προϋπολογισμού. Το δεύτερο είναι ότι είμαστε εδώ, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι εδώ δεν είμαστε για τον εαυτό μας, αλλά είμαστε για τους πολλούς, για αυτούς που έχουν ανάγκη. Και οπωσδήποτε θέλει μέσα στο μυαλό μας καθημερινά να στριβογυρίζει η ρίση του Αλμπέρ Καμί. Η ευγνωμοσύνη προς το μέλλον, και το μέλλον είναι τα παιδιά μας, είναι η γη μας, είναι η Ευρώπη, είναι η πατρίδα μας, είναι να τα κάνουμε όλα τώρα. Γι' αυτό ό,τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε γρήγορα. Με συνεργασία, συνέργεια και αποτελεσματικότητα.
Και ζούμε σε μια εποχή που τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει ούτε με κοινωνική επανάσταση, ούτε οικονομική, ούτε ιδεολογική. Γιατί το πρόβλημα είναι βιολογικό. Η γη ξεραίνεται, η γη στεγνώνει, είναι στεγνή, ο πλανήτης μικραίνει, το νερό στη θάλασσα και στα ποτάμια μολύνεται, ο αέρας μολύνεται και οι άνθρωποι αντικαθιστούνται από τις μηχανές. Το έθνος θα βρεθεί μπροστά σε μεγάλη στενότητα. Γι' αυτό χρειάζεται μια ηθική, βιολογική αφύπνιση των λαών. Σας ευχαριστώ. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le dernier orateur est maintenant notre collègue Trinka. Ďakujem pekne. Vítam zníženie počtu investičných priorít na 5, v ktorých má Európska únia najlepšie šance uspieť. Ako problematické vnímam prísnu tematickú koncentráciu, kde v našich podmienkach môže nastať problém s absorpčnou kapacitou. Bez pochopenia potrieb regiónu a zohľadnenia jeho špecifik nie je možné účinne znižovať disparity. Myslím, že hovorím za mnohých, ak vyjadrím znepokojenie nad návrhom znižiť mieru spolufinancovania EÚ pre všetky typy regiónov, čo vyvoláva veľké obavy ohľadom zachovania doterajšej motivácie a dostupnosti pre žiadateľov. Rovnako zlé následky môže mať stanovenie DPH ako neoprávneného výdavku a taktiež oceňujem snahu o zjednotenie a zjednodušenie pravidiel, ako aj zvýšenie miery flexibility pri aplikovaní, a to v záujme dosiahnutia spoločného cieľa. Ďakujem výboru regionov a Európskej komisii za korektnú diskusiu pri kreovaní nového programového obdobia. Merci beaucoup à ces 22 collègues qui ont pris la parole. Et maintenant, j'ai le plaisir de redonner la parole à Monsieur le commissaire Oettinger, qui, je suis sûr, va répondre à tous les détails que nos collègues ont soulevés. Lieber Herr Präsident, Damen und Herren, Kollegen, meine Damen und Herren, ich gehe auf einige wesentliche Punkte ein und will beginnen mit dem Just Transition Fund. Wir sind auf dem gemeinsamen Weg, fossile Brennstoffe für Wärme und Strom in immer geringerem Maße zu nutzen. Dabei kommt Gas sicher noch eine längere Zukunft zugute, während bei Kohle zahlreiche Mitgliedstaaten schon ausgestiegen sind oder in den nächsten maximal 20 Jahren aussteigen wollen. Und deswegen beschäftigt dieses Parlament und auch die Öffentlichkeit mit der Frage, brauchen wir dafür einen Finanztopf, um den Umstieg, den Strukturwandel zu bewältigen und Nachteile im regionalen Arbeitsmarkt oder bei der Neuansiedlung von Arbeitsplätzen möglichst zu vermeiden. Ich bin dazu mit meinem Kollegen Canete in engem Kontakt. Ich habe den Abgeordneten Buseck mehrfach gesprochen. Ich weiß, dass Sie morgen als Ausschuss der Regionen eine High-Level-Konferenz zum Thema Coal Regions organisieren. Ich will Sie bitten, mich über die Ergebnisse zu informieren. Denn wir müssen rasch entscheiden, ob wir einen Fonds machen, welche Projekte wir fördern. Ich war zum Beispiel vor einigen Tagen in Madrid. Die Sorge der spanischen Regierung ist dahingehend, dass Spanien relativ frühzeitig Kohlekraftwerke stillgelegt hat, während andere Länder erst beginnen, Kohlekraftwerke stillzulegen. Und es muss fair zugehen. Es darf nicht der, der im Interesse des Klimaschutzes früher Kohle zu Wärme, Kohle zu Strom beendet hat, nichts bekommt, während der, der erst jetzt beginnt, Zutritt zu diesem Fonds hat. Und ich glaube, wir sollten auch ganz bewusst ansetzen an dem Thema Neuansiedlung von Arbeitsplätzen.
Investitionen in die Zukunft dort und nicht alleine den Ausstieg aus der Kohle in den Mittelpunkt dieses Fonds rücken. Wir müssen über die Mittelausstattung sprechen. Ich glaube, dass man 8 bis 12 Milliarden in den 7 Jahren benötigt. Aber dies sollte nach Möglichkeit nicht von der Kohäsionspolitik stammen, sondern sollte ergänzend im Haushaltsrahmen verankert werden. Wir werden in den nächsten Wochen hier zu einem Sektoral Proposal kommen müssen. Ein Kollege hat Mainstreaming, also unseren Vorschlag, 25% aller Mittel dem Klimaschutz zu widmen, kritisiert. Sie wissen, wir haben ja im jetzigen Haushaltsrahmen 20% aller Mittel für Klimaschutz reserviert, haben unsere Erfahrungen gemacht. Und ich konnte jetzt für alle Programme vorschlagen, wie viel Prozent dem Thema Klimaschutz gewidmet sein sollen. Das ist dann bei Agrar deutlich mehr als bei Erasmus Plus. Es gibt Programme, die haben mit Klimaschutz viel zu tun. Es gibt andere, die haben mit Klimaschutz gar nichts zu tun. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn Ihnen die 25% zu hoch sind im Europäischen Parlament, werden jetzt 40% Mainstreaming diskutiert. Also die 25 könnten eine sinnvolle Mittelposition sein. Und ich kann nur sagen, gar nichts hier vorzugeben wäre falsch, aber 40% ist unrealistisch. Denn wir haben viele Programme und Aufgaben, die sind zum Klimaschutz gegenüber neutral und haben keine Auswirkungen darauf. Ich kann die 25% guten Gewissens verteidigen. Sie haben das Thema Horizon Europe angesprochen. Wir alle erinnern uns, schon zu Beginn des Jahrhunderts sprachen wir davon, dass Europa 3% seines Bruttosozialproduktes in Forschung und Innovation investieren sollte. Wir wiederholen dies Jahr für Jahr, aber es tut sich nichts. Wir liegen bei 2%. Das heißt, Horizon Europe muss ein Programm werden, das mehr Mittel hat im Vergleich zu Horizon 2020. Europa muss einen kleinen Beitrag leisten auf dem Weg zu 3% unseres Bruttosozialproduktes. Und es gibt nun mal große Projekte. Ich nenne nur einmal das Thema der künstlichen Intelligenz, wo es Sinn macht, europäisch zu investieren und die Forschungsinstitute Europas hereinzuholen und die forschende Industrie hereinzuholen, denn kein Mitgliedstaat und kein Unternehmen, auch nicht Philips, auch nicht Siemens, sind alleine stark genug, um mit Silicon Valley und China zu konkurrieren. Sie haben erwähnt, wir sollten keine EU-Verteidigungspolitik machen. Die machen wir auch nicht. Aber im Bereich der Verteidigungsforschung ist es sinnvoller, europäisch zu arbeiten. Man muss die Drohne nicht 10-mal erfinden. Besser in europäischen Forschungsteams. Und im Beschaffungswesen können wir nachweisen, würden wir für Verteidigungsgeräte, für eine Fregatte, für einen Panzer, für ein Gewehr europäische Standards haben, nicht 15 Fregatten, sondern 2 wie die Amerikaner, nicht 18 Panzertypen, sondern 3, und dann europäisch ausschreiben, könnten wir viel Geld sparen. Die USA geben $100 für Verteidigung aus und bekommen für $100 die Gegenleistung in Form von Waffengattungen. Die Europäer geben 50 Euro aus und bekommen für 15 Euro die Gegenleistung, weil wir in 27 oder 28 fragmentierten Silos ausschreiben, weil wir im Grunde genommen die Skalierungseffekte bisher nicht wahrnehmen. Es geht nicht um eine europäische Armee, es geht um eine kluge Strategie, aus einem Euro im Markt mehr zu erreichen. Ich habe mir Ihre Entschließung gestern angeschaut. Ich bin sehr dankbar dafür. Sie sind noch etwas ehrgeiziger als ich. Ich sage Ihnen ganz offen, gegen 1,0% als Ceiling, gegen
einige sogenannte Better Spending Countries. Es ist jetzt gut, dass Sie und das Parlament antreten und mit Ehrgeiz Maßnahmen einfordern, die Europa helfen. Ich kann Ihre Forderung, bei Kohäsion nicht zu kürzen, sehr wohl nachvollziehen. Ich glaube, am Ende muss eine maßvolle Kürzung kommen. Aber ohne Ihre Position wäre ein Kahlschlag zu befürchten. Deswegen ist Ihre Entschließung im Inhalt wertvoll und der Zeitpunkt, den Sie morgen festgelegt haben, vor dem Europäischen Rat, ist genau richtig. Nehmen Sie Ihre Entschließung mit nach Hause, reden Sie in den nächsten Tagen mit Ihren Regierungen, damit die Regierungschefs mit gutem Willen zum Europäischen Rat kommen, das Tempo beschleunigen und das Volumen des Haushalts nicht zu stark kürzen, dann hätten Sie eine ganz, ganz wichtige Aufgabe zum richtigen Zeitpunkt wahrgenommen. Besten Dank für diese konstruktive Aussprache und auch für Ihre lobenden Worte, die die Kommission betreffen, auch meine Person. Dies nehme ich gerne entgegen. Ich glaube, die Kooperation der Kommission mit dem Ausschuss der Regionen muss auch in den nächsten 5 Jahren intensiviert fortgeführt werden. Sehr geehrter Herr Kommissar, lieber Herr Oettinger, nochmals vielen Dank für die klaren Empfehlungen, die Sie uns jetzt am Ende ausgesprochen haben, denen wir gerne Folge leisten. Aber vielen Dank auch nochmal für die hervorragende Zusammenarbeit in den letzten Jahren und alles Gute für die Zukunft. Danke. Wir halten Kontakt. Danke sehr.